Die Call of Duty DMZ Community hat gerade den ersten Schock überwunden und zwar wird gewiped. DMZ bekommt ein Reset, ähnlich wie in Tarkov wird alles zurückgesetzt auf 0 und damit auch die versicherten Waffenslots, so hieß es zumindest zuerst. Das Geschrei war sehr, sehr groß, mittlerweile ist klar, sie haben es eben bestätigt, die Waffenslots werden nicht zurückgesetzt, aber dafür kommt eine neue Fraktion und diese neue Fraktion ist nur für Modern Warfare 2 Besitzer zugänglich und das Geschrei geht wieder los. Aber fangen wir von vorne an, Leute. Mein Name ist Erik und ich bin DMZ-Fan, Extraction-Loot-Shooter-Fan besser gesagt. Und ich versuche euch immer die Informationen zu geben, dass ihr euch eure eigene Meinung bilden könnt darüber, was passiert und was hier abgeht. Denn es ist jetzt so, dass die Ankündigung kam, dass DMZ gewiped wird. Das ist ein normaler Progress. Andere Extraction-Loot-Shooter, Tarkov allen voran, Escape from Tarkov, macht das natürlich auch. Und dass DMZ das macht, das wusste aber keiner. Es wurde nicht gesagt und dann plötzlich ist es, es wird gewiped zu Season 2. Das heißt, der Progress wird auf 0 gesetzt, sämtliche Missionsfortschritte werden auf 0 gesetzt und so weiter. Und es hieß zwischendurch, dass der Waffenslot ebenfalls euch weggenommen wird. Und genauso wurde es auch empfunden als ein Wegnehmen von etwas. Und entsprechend war der Aufschrei groß. Und Activision hat jetzt zurückgerudert, so wie es aussieht, und hat gesagt, nein Leute, wir nehmen euch den Waffenslot gar nicht weg, der bleibt erhalten. Und haben jetzt ganz aktuelle News rausgehauen zu Ashika Island, der neuen Map, zeige ich euch gleich. Dann zu dem neuen Boss, zu dem neuen Waffenkoffer, der kommen wird. Generell das neue Missionssystem und so weiter. So ein paar Details, die jetzt nochmal neu waren. Und sie haben die neue Fraktion gezeigt, beziehungsweise darüber geredet. Und zwar heißt die Crown. Wir kennen Crown bereits. Es wurde geleakt früher von anderen Bildern. Wir haben einige Missionen bereits gesehen von Crown in der Vergangenheit. Allerdings, so wie es jetzt announced wird, ist Crown eine Fraktion, die eben nur für Modern Warfare 2 Besitzer, also nur für diejenigen, die das Vollspiel haben, zugänglich ist. Das heißt, die anderen drei Fraktionen kann man nach wie vor spielen, Free-to-Play, aber eben Crown nur in Pay-to-Win, kann man das so sagen? Auf jeden Fall Pay-to-Access, also man braucht die Vollversion, die kostet 70 Euro. Witzigerweise machen sie zeitgleich ein Sale, also ihr kriegt momentan Modern Warfare 2 bis zum 16. Februar im offiziellen Shop günstiger für so viel Prozent, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es ein Sale. Wahrscheinlich in Kombination jetzt damit, dass da jetzt so viel Neues kommt und sie wollen nochmal so ein bisschen Hype generieren zu Season 2. Natürlich könnte das jetzt aber wieder einen Shitstorm hervorrufen und es ist sehr interessant, dass sie das jetzt raushauen, diese Nachrichten, weil die eigentliche Reveal, der eigentliche Block, der sollte am 8.2. kommen, also in ein paar Tagen, wir haben noch 5-6 Tage Zeit für den 8.2. Dass sie es jetzt schon raushauen, könnte darauf vermuten, uns darauf bringen, dass sie möglicherweise unsere Reaktion abwarten wollen und dann noch in letzter Sekunde vielleicht Anpassungen zu machen am 8.2. Sehr, 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 sehr spannend. Mal gucken, was jetzt genau kommt, aber ich werde euch erstmal im Detail erklären, was das jetzt damit auf sich hat. An dieser Stelle der Hinweis, wenn euch der Content gefällt soweit und ihr mehr sehen möchtet, würde ich mich sehr, sehr über ein Abo und ein Like freuen. Das erleichtert unsere Arbeit ungemein. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir legen direkt los mit Ashika Island. Ashika Island ist announced worden, ist eine mittelgroße Map, die Resurgence-Map für den Resurgence-Modus. Und zwar ist das so, dass hier so mal geleakt wurde, dass möglicherweise 50 Spieler auf dieser Map könnten. Es ist eine mittelgroße Map, eine schnellere Map, wahrscheinlich vom Tempo her, als Al-Masra. Und auch sie wird so aufgebaut sein, dass dieser Spagat zwischen DMZ und den anderen Modi, Warzone 2 und so weiter, dass dieser Spagat funktioniert, also das Balancing sozusagen für die ganzen Modi irgendwo passt. Wir sehen hier die ganzen POIs, also die Point of Interest, sind jede Menge davon da. Und das heißt, dass auf jeden Fall jede Menge auch zu begehen sein wird auf Ashika Island, nämlich unter anderem ein neuer Boss. Und dieser neue Boss nennt sich Bomb Maker, also Bombenmacher. Und tatsächlich wussten wir tatsächlich auch von diesem Boss, ein weiterer Boss, der sozusagen vorher schon geleakt wurde. Also es bewahrheitet sich immer mehr und mehr und mehr. Das heißt, wir können schon vorausschauen, was noch für weitere Bosse kommen. Aber egal, der Boss wird kommen und er wird wahrscheinlich einen Waffenkoffer bewachen, dass ein Waffenkoffer kommt, ist gesichert. Wir vermuten, dass das Ganze möglicherweise so in der Tsuki Castle stattfinden könnte. Die Tsuki Castle ist ebenfalls bestätigt als eine Multiplayer-Map, die irgendwann mal kommen wird und wird hier sozusagen auf Ashika Island ein eigener Bereich sein, den man begehen kann, wo wahrscheinlich der Boss ein Unwesen treibt. In der Map-Beschreibung heißt es, man soll so schnell wie möglich die Castle einnehmen, bevor die Verteidiger sozusagen euch den Garaus machen. Also es wird nicht leicht sein, es wird schwer bewacht sein, diese ganze Festung und eben noch der Boss und da wahrscheinlich der Waffenkoffer mit den üblichen Belohnungen, wie wir es eben kennen aus dem DMZ-Modus. Der ganze Kartenaufbau ist sehr schön gestaltet, sehr unterschiedlich, keine zu hohen Gebäude, nicht zu viele Gebäude, aber sehr abwechslungsreich, man hat überall Deckung, es ist interessant gemacht auf jeden Fall, auch scheint es ein Untergrundsystem zu geben, also mehrere Tunneleingänge, wir sehen drei Tunneleingänge, die in einen Untergrundbereich führen, wo man dann im Untergrund vielleicht die Map parallel
umgehen kann, Gegner umgehen kann. Könnte genauso gut sein, dass unten vielleicht sogar eher der Highspot ist, dass unten noch mehr los ist als oben. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich da das Ganze verhält. Das scheint jedenfalls ein relativ großer Bereich zu sein. Und wir sehen sehr, sehr interessante POIs, also Point of Interest, wie zum Beispiel das Stadtcenter, The Town Center. Hier vermuten wir vielleicht Einkaufszentren, Shops, Restaurants, vielleicht eine Bank, also eine High-Loot-Area möglicherweise, genau wie die Castle. Aber auch der Beach Club ist hier auf jeden Fall etwas Besonderes, so wie es aussieht. Und wir sehen auch hier ein versunkenes Schiff auf der Karte. Und dieses versunkene Schiff, ähnlich wie in Al-Masra, könnte wieder so ein Hinweis darauf sein, dass man da vielleicht einen Schatz findet und vielleicht ein Hinweis auf einen Zombie-Modus. Genau wie in Al-Masra findet man da einen Totenschädel. Es wird in einem Portal gesprochen, welches in eine andere Welt führt. Also das schreit so ein bisschen nach Zombie-Modus. Aber was es damit genau auf sich hat, wissen wir noch nicht. Wir werden auf jeden Fall mal da runtertauchen und uns dieses versunkene Schiff ganz, ganz genau anschauen. Die Karte insgesamt ist ja von der Idee her sozusagen eigentlich farbenfroh, aber doch farbloser umgesetzt. Also es ist eher so ein bisschen grau, neblig. Die Leute sagen schon, huch, was ist denn da los? Im Endeffekt werden wir sehen, wie es sich dann spielt. Ich werde auf jeden Fall meinen Settings-Guide aktualisieren dann für diese Map, dass wir vielleicht noch mehr Farben reinbringen müssen. Gucken wir mal, was wir da machen, dass es sich auf jeden Fall angenehm spielen lässt. Neue POIs heißt auch neue Räume, die man öffnen kann. Und jetzt wird es interessant. Wir werden jetzt wahrscheinlich viele neue Schlüssel bekommen. Wenn man jetzt mal guckt, in Al-Masra hatten wir zuerst 66 Spieler. Es wurde jetzt genervt auf 60 Spieler. Auf jeden Fall ging es mit 66 los. Und um den Betrieb haben wir auch die Anzahl von Schlüsseln, nämlich 65 Schlüssel, meine ich, haben wir ungefähr auf Al-Masra. Und wenn wir jetzt vermuten, dass auf Ashika Island 50 Spieler ihr Unwesen treiben, ja, dann fällt einem so direkt ein, okay, könnten vielleicht 50 Schlüssel sein für 50 verschiedene Räume und Gegenstände, die man öffnen kann. Und dazu kommt natürlich noch Gebäude 21, wo wir unsere Keycards haben, die ebenfalls gesichert werden. So wie sich aus dem Blogpost rausliest, wird in Zukunft nicht, werden nicht Schlüssel verbraucht für den Zugang zu Gebäude 21. Es liest sich so, dass man nur einen einzigen Schlüssel braucht und dann eben die roten, blauen, schwarzen, grünen und so weiter in mehrfach sammeln muss, damit man eben Zugriff hat auf die verschiedenen Räume. Aber dennoch sind es viele Schlüssel und wir haben anscheinend immer mehr und mehr und mehr. Und jetzt kommt der Oberknaller. Die Missionen werden ja auch angepasst. Wir kriegen neue Missionen, neue Veränderungen, leichtere. Man soll viel leichter in den zweiten Slot kommen, die den zweiten Slot noch nicht haben. Da wird viel passieren, aber es werden auch ein paar schwierige Missionen natürlich dazu kommen. Und eine von diesen neuen schwierigen Systemen wird sein, dass man map-übergreifende Missionen machen muss. Ziemlich coole Idee, das kennen wir auch aus anderen Extraction Loot Journeys. Ich sag nur in Tarkov, wo man einen Gegenstand auf einer Map holen muss, auf einer anderen dann wiederum irgendwo reinlegen muss, zum Beispiel in einen Dead Drop. Sowas konnte ich mir auch vorstellen. Map-übergreifende Missionen, jetzt fragt man sich, ja gut, dann habe ich ein Item, wo das gelagert, und dann sagen die Entwickler, das wird im Schlüssel-Stash gelagert. Also zusätzlich zu der vermehrten Anzahl von Schlüsseln kommt jetzt auch noch ein Gegenstand dazu. Spezielle Missions-Items können im Schlüssel-Stash gelagert werden. Und das schreit alles nach einer Erweiterung. Das heißt, ich hoffe, dass sie den Schlüssel-Stash erweitern. Lasst ihn uns upgraden können mit Missionen, irgendwie das ganze Ding größer machen. Normale, also Free-to-Play-Besitzer haben 10 Slots, Besitzer der Vollversion haben 20 Slots und für jeden sind wahrscheinlich diese 20 oder 10 Slots viel, viel zu wenig. Und wenn jetzt noch Items da reinkommen, wir werden sehen, ob das dann extra Slots sind für die Items, aber wenn die Items nochmal diese 10 oder 20 Slots besetzen, dann wird es richtig, richtig eng. Mal gucken, wie sie da einen Schlüsselstash entsprechend anpassen. Auf jeden Fall sehr interessant mit diesen map-übergreifenden Missionen. Sie sagen, dadurch kriegen sie halt die Möglichkeit, sozusagen die Spieler oder die Maps miteinander zu verknüpfen. Es macht Sinn, dass man auf die und die Map geht. Wir haben jetzt 3 Maps, die wir beginnen können. Also das scheint den Entwicklern sehr, sehr viel Freude zu machen, dass man da sozusagen ein großes Ganzes bekommt. Und zu diesem großen Ganzen kommt jetzt auch die neue Fraktion. Und zwar heißt sie Crown. Sie sagen momentan noch sehr, sehr wenig zu Crown. Sehr, sehr interessant. Also wahrscheinlich werden wir hier am 8.2. noch viel mehr erfahren. Aber sie sagen, wir werden Zugang haben zu neuen Missionen von einer vierten Fraktion namens Crown. Und sie sagen, dass nur Besitzer der Vollversion auf diese Mission zugreifen können. Also das ist sozusagen der momentane Blogpost. Sehr, sehr kurze Informationen, aber ja, dafür sehr, sehr deutlich. Und ich denke mal, das ist extra so kurz und knapp gehalten, um zu schauen, wie die Reaktionen sind. Sie werden sicherlich nicht positiv ausfallen. Allerdings muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, das ganze Spiel ist kostenlos. Es ist komplett free to play. Und es gibt kaum
ja, so sozusagen Finanzierungsmöglichkeiten in diesem Spiel. Klar kann man Skins und Bundles kaufen für Warzone und für den Multiplayer-Modus. Aber am Ende des Tages ist es so, dass man es auch komplett kostenlos spielen kann. Und ich verstehe irgendwo, dass sie Wege suchen, das Ganze zu monetarisieren. Das macht schon Sinn. Ob das jetzt der richtige Weg ist mit einer vierten Fraktion, weiß ich nicht. Wenn man jetzt mit den anderen drei Fraktionen den ganzen Progress ganz normal machen kann, sage ich mir so, ja okay, warum nicht? Dann sollen sie eine vierte Fraktion dazu nehmen, die kostet, viele Leute, die Geld bezahlen. So ähnlich wie ein Battle Pass, dass man weitere Belohnungen freischaltet, weil da wird es weitere Belohnungen geben, weitere Skins und so weiter, Blueprints, vielleicht ein neuer Operator-Skin. Also solange es den Progress nicht beeinflusst, dann bin ich persönlich fein damit. Und es ist ja so, dass wir momentan die Regelung haben, dass wir eine Fraktion auf Stufe 5 bringen müssen. Eine einzige von den dreien, die wir haben, um den dritten Slot freizuschalten. Das würde bedeuten, dass diese vierte Fraktion wirklich nicht ins Gewicht fällt, wenn es zum Beispiel darum geht, die Slots freizuschalten. Apropos neu, vielen Dank an die ganzen Kanalmitglieder, die auch neu dazugekommen sind und an die alten Hasinnen und Hasen, sagt man das so? Vielen, vielen Dank für euren extra Support. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr dankbar dafür. Und lasst mich das Ganze noch zu Ende bringen. Sie haben nämlich noch einen kleinen Vorausblick gezeigt, was passiert jetzt in Zukunft. Wir haben jetzt einen Vibe zu Season 2 und sie sagen ganz klar, es wird keine weiteren Vibes geben zu Season 3, zu Season 4. Sie planen schon sehr viele neue Inhalte, überlegen aber, wie sie diese Inhalte in das Spiel implementieren, ohne die Mission zurückzusetzen. Sie betonen das, also es scheint ihnen wichtig zu sein, dass wir keine weiteren Vibes erstmal bekommen und dass sie neue, andere Wege suchen, um Inhalte zu implementieren und sozusagen das Ganze frisch zu halten und um uns immer wieder neue Spielerfahrung zu geben. Solange wir in der Beta sind, hoffen sie entsprechend auf viel Feedback, um das Spiel entsprechend gut weiterentwickeln zu können. Also das ist zumindest ein schöner Abschlusssatz. Ich bin gespannt, was passiert. Am 8.2. die nächste große Info und vielleicht noch ein Punkt an dieser Stelle. Denkt dran, momentan kriegt ihr Twitch-Drops. Es gibt sehr viele Doppel-Waffen-XP, Doppel-allgemeine EP und es gibt auch eine coole Waffenskin. Ihr müsst dazu nur auf Twitch die Major League gucken von Call of Duty auf dem offiziellen Call of Duty-Kanal und könnt momentan, also ich glaube vom 1. Februar bis zum 6. Februar, jeden Tag gute Drops sammeln, also gute Belohnungen kostenlos freischalten und dann ist zwei Tage später schon der Block-Reveal. Das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage hasta luego und hasta la vista.